Vielleicht oben auf den Stein? Würde ein bisschen Sinn ergeben. Aber nö. Kriegst nicht. Doch, hier, der Affe hat dir wieder was hingelegt. Wo? Auf den Stein. Nee, jetzt hat er es wieder mitgenommen. Verfolg mal den Affen. Wo ist er denn? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich weiß ja, der Affe zeigt dir den Weg. Ja, jetzt gehst du schon. Du merkst ja auch schon Medikits und Fackeln, also es ist echt. Das brauchst du echt, ey. Gerade dann später, wenn wir dann irgendwann mal in London sein sollten, dann. Das London, die Londoner Level, ey, die sind so derbe schwer. Die ist alles dunkel und alles, wisst ihr? Und die spielt auch, glaube ich, nur bei Nacht. Das ist so krank. So, Aber dann wir sind ja hier erst im Dschungel. das erstmal. Siehst die Kugel? Siehst die Kugeln? Kugel? Welche Kugeln? Na, die da oben, die Murmel, die da kommt da gleich runter. Siehst du es? Da oben? Die da. Ja. Hä? Man muss ja das System einprägen. Für was ist die Kugel da? Wann wird die Kugel ausgelöst? Was könnte die Kugel auslösen? Und was könnte die U Kugel verursachen, wenn du wo stehst? Verstehst du das? Muss ja irgendwo hier unten auslösen. Hä? Verstehe ich nicht. Hilf mir mal. Du musst, glaube ich, irgendwo einen Hebel betätigen. Ich glaube, ja, genau, dort rechts. Dreh mal nach rechts. Ich glaube, da war was. Ja, genau, an der Seite. Nee, geh mal an die Seite. Nee. Geh mal dort. Nee. Geh mal aus der Nische raus. Und jetzt dreh mal nach rechts. Wo ist rechts? Und jetzt da um die Ecke rum und nach rechts. Guck mal da bitte hin. Nee, war doch kein Hebel. Da musst du jetzt erstmal den Hebel suchen, ne? Geh mal da lang, wo die Kugel. Guck mal, da gibt's ja einen richtig schönen Weg, wo die Kugel lang gehen könnte. Oder wo die Kugel lang geht. Da muss ja. Also hier muss irgendwo ein Hebel sein. Höchstwahrscheinlich. Weil ansonsten würde die Kugel da nicht so dumm rumstehen. Aber ich würde dir raten, nicht zu weit zu gehen, weil. Hier ist aber Ja? nicht. Ja, geh mal. Kannst du da weitergehen? Nach rechts, ja. Ja, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Nee, da ist nichts. Hier ist nichts. Guck mal nach links. Muss überall musst du hingucken, wo ein Hebel sein könnte. Oder da lang, ja. Nee, geh mal da rum. In den Baum. Um den Baum? Diese Uraltsteuerung macht mich fertig. Ja, genau, ist da irgendwas? Nö. Irgendwo musst du jetzt einen Hebel finden. Und suchen wir nochmal hier drinnen. Da ist er! Ach, sind wir blind. Sind wir blind. Ah. Pass auf, die Kugel kommt jetzt. Ich glaube, das war sogar normal in den Spielen. Diese Stopp. Nein, die läuft durch. Ja, ich habe ja. Aber die hat ja nicht reagiert. Weißt du? Ich habe jetzt. Die ist ja nur nach hinten gesprungen. Okay. Jawohl. Lade doch einfach nochmal.
Da bist du wieder oben. So schlecht. Merkst du jetzt die Schwierigkeit von diesem Spiel? Ich hasse es. Was denkst du, warum ich es nie gespielt habe? Weil solche Spiele nicht mag. Schlicht und ergreifend, das ist Mist. Na komm. Tiger? Also wenn du jetzt das erste Kapitel von dem ersten Level durchgespielt hast, von der ersten Welt, ja, von dem Dschungel, dann denke ich mal, weißt du schon so in etwa, um was es geht. Oh, jetzt greift der Affe an. Jetzt hast du es ja geschafft. Ja, aber warum? Na, weil der Affe sich mit den Tiger paaren wollte. Du auf den Tiger geschossen hast. Guck mal hier, und das hat er nämlich geklaut vorhin. So ein elendes Drecksvieh. Ach, ist egal. Dann metzen wir halt die Affen auch noch nieder. Klauen sie wenigstens die Scheiße nicht immer. Obwohl die Affen eigentlich sehr wichtig sind, weil sie dich immer nämlich zu den Hebeln führen. Aber die finden wir auch so, wie gerade. Eben, dauert halt noch ein bisschen. Na komm. Sehen wir nicht, dass der da weiter jagen. Jo, sauber. Links. Da ist ein Tiger. Ich meine, wie langsam die sich hier umkommen. Das gibt's doch gar nicht. Dreh dich. Ihr macht nicht, was ich da sage. Da muss ich mit dir reden. Du musst sagen, Lara, bitte mach das, was ich will. Oh, hatte ich nicht gesagt, dass da noch ein Tiger kommt? Achte immer auf den Boden. Mach ich. Und wenn's richtig derbe ist, dann einfach Start drücken und so ist sie. Auf jeden Fall ist die Musik schon angenehmer. Jetzt macht's gleich. Nee, Kleen reicht. Jetzt macht's gleich. Das Kleen hat ja schon fast vollkommen geheilt. Wird's kompliziert, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Muss ich in das Loch? Wie gesagt, also. Hä? Wieso greift mir jetzt nicht an? Speicher erstmal, war, würde ich mal sagen, oder? Speichern wir mal. Und in dem Zuge würde ich auch sagen. Schließen wir den zweiten Part schon mal ab, wa? Damit? Jo, klar. Und, ja. Wie gesagt, wir sehen uns ja dann im nächsten Part wieder. Genau. Alles klar, Leute. Gleich dran an. Also, Leute. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss.